Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger und dem Stereo Trader. Und mein Name ist Nels Caluso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Natürlich wie immer in dieser Webinarreihe zahlreich. Wir schauen uns den Risikohinweis an, denn Sie wissen das wahrscheinlich schon, dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, unabhängig davon, was uns Dirk heute zeigt. Denn am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja? Gut, dann übertrage ich sehr gern den Bildschirm. Und Dirk hat gesagt, ich soll mich wieder hinlegen. Also wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß. Also wir So, sehen aber dich. Jetzt hören wir dich noch. ja, das Ding ist immer, wenn du hier den, wenn du mir den Bildschirm gibst und ich habe das Mikro aus und dann kann ich nicht mehr das Mikro aktivieren und dann muss ich da erstmal den Bildschirm dann sofort fertig machen oder ich bin dann anschließend nicht drauf. Deswegen war es mal kurz stumm an der Stelle. Was? 1:0 für Nelson. Geht ja schon wieder gut los hier. Also erstmal guten Morgen hier von meiner Seite live aus Kalifornien zum Live Trading, wenn es denn ein solches werden soll, hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was der Markt heute treibt. Und wie immer liegt der Fokus hauptsächlich auf dem DAX bei diesem Webinar. In den meisten Fällen ist es ja auch so, dass wir hier ja auch Live Trades hinbekommen. Mal gucken, ob das heute gelingt. Es hängt natürlich, wie gesagt, immer so ein bisschen davon ab, ob der Markt halt überhaupt mitspielt. Und ich glaube aber, wenn ich mir das Bild so angucke, ich gehe natürlich gleich drauf ein, dass wir schon ein bisschen Bewegung bekommen könnten, ob das dann direkt um 9 Uhr ist. Da steht dann natürlich so ein bisschen auf einem anderen Blatt, das ist klar. Und wie der Nelson schon gesagt hat, also wenn also ich hier was handle, das ist natürlich nur das, was ich mache, das sind alles keine Empfehlungen. Ich kann es halt auch immer nur wiederholen. Das ist jetzt aber auch keine Floskel, weil wir dazu verpflichtet sind, das zu sagen, sondern ich sage es halt immer auch aus eigenem Antrieb raus, weil wer halt irgendwie meine Trades verfolgt, die ich halt ja auch ständig und immer wieder live poste, der weiß auch, dass das im Schnitt und überwiegend natürlich auch aufgeht. Das heißt aber nicht, dass jeder Einzelne aufgeht. Und wenn man halt eben dann mal einmal bei so einem Live-Trading dabei ist und ich erwische dann halt irgendwie leider dann halt eine Position, die nicht funktioniert und danach kommt nichts mehr. Und dann steht man da und sagt sich dann so, ja, das war ja doof so, ne? Der Hilger, der kann es ja nicht. Und das ist natürlich Quatsch, ne? Und deswegen ist halt immer wichtig, wie bei jeder Strategie, auch schon ein paar Mal gesagt, man muss dann immer, wenn, dann muss man es konsequent machen oder gar nicht. Aber was man natürlich machen kann, ist das, was ich hier sage, versuchen mit eigenen Ansätzen halt zu verbinden. Und weil so falsch sind die ja dann doch meistens nicht, behaupte ich mal. Gut, also wir starten mit dem DAX. Ich habe hier parallel jetzt mal beide auf. Ich werde euch die gleich mal zeigen, den DAX und den Dow. An der Stelle, weil ich versuche, hier auch immer so ein bisschen in der Korrelation halt auch zu betrachten und das halt so ein bisschen abzustimmen. Das hat sich letzte Woche dann auch nochmal gezeigt. Ich hatte schon irgendwie ein paar Mal, also schon vor über einer Woche gesagt, wir müssen im Dow zurück auf die 28.200 und ab dort kann der auch nochmal versuchen zu steigen. Und dann hatten wir letzte Woche, wann war das? Ich glaube Mittwoch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Dann halt, oder egal. Also ne, wir hatten ja letzte Woche einen Tag, wo es dann halt mal eine Runde massiv runterging. Und da war es halt dann auch so, dass der, ich habe dann halt auch irgendwie zu dem Zeitpunkt erstmal Long versucht und das hat erst zwei, dreimal nicht funktioniert und lag so ein bisschen für meine Begriffe daran, dass halt eben der Dow dann halt die 28,2 zum Beispiel nicht erreicht hat. Und da hat man schön gesehen, habe ich dann auch da was dazu geschrieben, so wenn der Dow halt den Punkt erreicht hat, dann wird es auch im DAX Long funktionieren. Das hat dann halt, das war dann nicht so, der Dow rennt dahin und dann gehe ich im DAX Long. Nee, ist schon so, ne, dass wir dann halt, dass der DAX entsprechend halt auch so ein paar Trigger angelaufen hat, die dann auch einfach zusammengepasst haben. Deswegen gucke ich die beiden immer so ein bisschen zusammen an. Handeln werden wir trotzdem halt hier den DAX. So, was? 10-Tage-Bart. Wie 10-Tage-Bart? Das sind zwei Tage. Das ist, ich finde es ja immer ganz interessant, ne? Wie stark das doch thematisiert wird immer, was meinen... Es fällt alles auf. Natürlich ein Bewuchs im Gesicht angeht. Ich war gerade im Badezimmer und habe mich rasiert. So. Und wie man es macht, ist es falsch.
So, aber so ist das halt. Darum geht es ja auch nicht so sondern eher so um das, was der Markt hat. Also, ich gehe jetzt mal rüber. So, Timo, trotzdem danke für die Aufmerksamkeit. Weil, wie du weißt, kriegst du ja alles zurück. Ich gehe jetzt mal rüber auf den Bildschirm hier mit den beiden Kollegen und starte hier mal im Daily. Weil, wie ich ja halt auch immer sage, ist schon wichtig, dass wenn man halt irgendwie größere Bewegungen hat, dass man sich dann halt eben auch entsprechend halt auch im größeren Bild dann auch orientieren sollte. Das macht halt durchaus Sinn. So, was sehen wir hier im Daily? Ich fange mal mit dem DAX an. Wir haben ja noch ein paar Minuten auch zur Markteröffnung. Ich sehe aber auch jetzt gerade nichts, was da halt irgendwie auch im Stundenchart nicht, was da jetzt gerade getriggert wird und was jetzt irgendwie hier sofort rechtfertigen würde, zu handeln. Was aber hier auffällt, ich bin ja grundsätzlich gar kein Fan von schrägen Linien. Aber was sich hier so in den letzten Tagen, Wochen eigentlich so aufgebaut hat, sieht man dann schon relativ deutlich. Also wir haben hier oben das Corona-Gap, da sind wir einmal dran gelaufen auf die 452 da oben, die 13452. Dann gab es was auf dem Deckel und dann gab es eben keine neuen Hochs mehr. Und hier nochmal ein lustiger Versuch ab der 12.410 bis da oben hin. Und er scheitert, das kann man hier nicht gut erkennen, aber an der 12.950 immer wieder. Ne? Und da war halt auch, ich mach's ein bisschen größer, und da war halt dann auch entsprechend vor 1, 2, 3 Tagen ging es dann hier auch entsprechend los. Im Tageschart sieht man es nicht so genau, im Stundenchart sieht man aber halt, dass eine Stunde exakt ab der 950 loslegt und dann nur noch unten gedrückt hat. So, und was wir jetzt halt hier haben, ist so korrektives Geschiebe, das aber nach unten auflösen sollte. So, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ich sage, wir kriegen heute höchstwahrscheinlich keine, also selbst wenn wir eine grüne Tageskerze bekommen, in meinem Fall wäre sie ja weiß, dann aber sicherlich nicht über die 13.000, also über das Hoch von gestern. Das halte ich für enorm unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Vielmehr tippe ich drauf, dass wir hier noch ein bisschen hin und her schieben. Wenn wir Pech haben, bleiben wir heute hier stehen in so einer kleinen Range, nochmal bis maximal hoch an die 12.900 etwa. Und das wäre dann Pech. Schick wäre halt, wenn wir nochmal jetzt zur Eröffnung ein Stück nach oben laufen, ein bisschen squeezen und dann halt nach unten dieses Gebilde dann auch verlassen. Also jetzt nicht wegen dieser wegen dieser diagonalen Linie, das ist natürlich weniger, aber es würde halt einfach auch ins Bild passen, dass wir diese Abwärtsbewegung, die wir da gehabt haben, vor 3 Tagen, da sieht man, hat er gestern versucht, drüber rauszulaufen, klappt natürlich nicht. Und dass die jetzt halt mal eine Runde nach unten fortgesetzt wird und dann wir halt auch im ärgsten Fall dann eben unten in der grünen Zone bei 12.113 landen. Wahrscheinlich jetzt nicht an einem Tag, das wäre ja schon sehr ungewöhnlich, das wäre ja schon quasi Crash-Szenario, das ist natürlich jetzt erstmal, steht erstmal nicht auf dem Programm. Aber was wahrscheinlich wäre, was wahrscheinlich schon passieren könnte, ist, dass wir eben nochmal Richtung 12.410 und diese Supports hier ausloten. Das könnte heute schon möglich sein. Aber wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, was das Timing angeht, behaupte aber generell, bevor wir da oben drüber laufen, über die 13.200, landen wir mit größerer Wahrscheinlichkeit nochmal auf der 12.410. Also das ist halt mal so das grobe Bild im Daily. Und ich lese hier auch die Kommentare, es ist echt zu lustig. So, das ist das grobe Bild im Daily und das ist natürlich auch wichtig, sich daran zu orientieren, weil wenn nämlich halt Volumen einsetzt und dann sollte man schon irgendwie gucken, dass man noch im Daily weiß, wo man unterwegs ist. Vor allen Dingen halt entsprechend in der Stunde zeigt sich da nicht viel, da werde ich aber auch trotzdem natürlich gleich drauf eingehen und das halt auch mal ganz kurz zeigen. Ich habe übrigens hier im Live-Chart den Daily auch freigegeben. Ich kann aber hier auch mal direkt auf die Stunde gehen und dann halt mal gucken, wie es da aussieht. Und da ist halt erstmal hauptsächlich ein riesen Dickicht. Und wir hängen halt hier in so diversen Clustern eben fest. Und die jetzt nicht wirklich hilfreich sind an der Stelle. Schön wäre, wenn wir da oben nochmal hinlaufen. Irgendwo in den Bereich. Also auf die 12.880 maximal. Und dann halt nochmal nach unten scheitern. Oder 862. So dieser Bereich, das sollte eigentlich für meine Begriffe reichen. Also wenn es jetzt halt irgendwie einen Squeeze geben sollte zur Eröffnung und dann sollte der möglichst auch da oben erstmal enden. Was man aber hier im Stundenchart eben auch sieht, ich kann das auch mal gerade freigeben für alle. Also wer das Live-Chart installiert hat, sollte entsprechend den Daily und den Stunden und auch den Trading-Chart jetzt
irgendwo sehen können in seiner Anzeige und das halt eben auch verfolgen. Also unwahrscheinlich ist, dass wir jetzt halt direkt zur Eröffnung runtergehen. Das sieht eher aus, als würden wir direkt zur Eröffnung rauflaufen und dann halt gucken, wie weit es da halt oben läuft. Das heißt, vielleicht werde ich dann hier sogar versuchen, eine Aufwärtsbewegung mitzubekommen. Wichtig wäre halt jetzt erstmal nur, dass wir irgendwo über der 12,8, am besten noch ein paar Punkte drüber, da halt irgendwo starten und dass der Markt dann halt erstmal versucht, sich nach oben da halt irgendwo durchzusetzen. Und das ist eine Geschichte, die kann man möglicherweise handeln, aber wie gesagt, hängt so ein bisschen davon ab, wie der jetzt halt hier schließt. Wenn es jetzt auf den letzten Drücker nochmal halt irgendwo einen Ruck nach unten geht, also unter die 12,8 wieder drunter starten, dann kann es sein, dass wir auch relativ zügig nach unten laufen, ohne Squeeze nach oben. Kann auch sein. Ne? Man sieht halt auch hier, 12.805 ist das bei mir, da hängt die ganze Geschichte so ein bisschen halt, klemmt sich da so fest. Und wer die Legende kennt, der weiß, der handelt natürlich halt auch. Generell sind es halt Triggerlinien, das heißt, ein Schlusskurs über der 12.805 würde bedeuten, wir laufen nach oben, einer drunter heißt, kann sein, ne, wir sind aber hier erstmal zwischenzeitlich in der Aufwärtsbewegung, kann aber dann halt sein, dass es dann maximal einen Squeeze gibt, aber in der Regel heißt es, die nächste Stunde schließt drunter. Ist dann eher halt ein bisschen anstrengender. Und hier schreibt gerade jemand, die Svenja, dass die Bilder nicht angezeigt werden. Das kann eigentlich nicht sein, weil die sind freigegeben, aber es dauert halt auch schon mal eine Minute, bis die dann halt entsprechend erscheinen. So, dann gehe ich mal rüber auf den Trading-Chart an der Stelle. Also, das wäre die 805. Ich habe hier die Bilder ja auch drin. Habe hier auch überall das Live-Chart auf. Und ich habe das hier auch freigegeben. Da steht auch schon seit gestern dabei, online ab 8:45 Uhr. So, das heißt, über 800 starten. 800,5 sollte in der Regel bedeuten, wir kriegen einen Rücksetzer. Einmal kurz darunter dippen und dann kann der versuchen, da hochzulaufen und kann auch versuchen, das Gap zuzumachen. Ob er das macht, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Wäre aber hier eine Geschichte, hier mit einem kleinen Dip auf der Unterseite, die so funktionieren könnte. Und wenn wir halt so hoch starten. Wie gesagt, kann natürlich auch sein, dass jetzt direkt da oben weglaufen und dann komme ich da jetzt erstmal in den ersten paar Minuten nicht rein. Aber generell wäre das halt hier schon so eine Geschichte, die halt mit einem kleinen Rücksetzer zumindest mal das Ganze auf der Oberseite versuchen könnte. Hier direkt würde ich jetzt nicht reingehen, das ist mir eine Nummer zu einfach. Also jetzt hier zum Beispiel das Hochshorten, das halte ich irgendwie für ein bisschen fragwürdig, dass das funktioniert, weil das hängt so ein bisschen im Nichts halt auch drin. Sorry, irgendwie ein bisschen Frosch im Hals. Moment mal. So. Hast 3-Tage-Bart-Formation im DAX ausgemacht. Das sollte man unbedingt mal auf den Prüfstand stellen und durch einen Strategietester schicken. So, also Eröffnung hat gestartet. Wie man sieht, ich hoffe, das ist alles groß genug. Wenn nicht, dann bitte meckern. So, ich bin hier im 5-Minuten-Chart unterwegs. Also das hier sieht für mich aus nach, da will ich unbedingt durch und erstmal halt versuchen, das Gap zu schließen. Und deswegen, das hier ist für mich eigentlich kein Short-Wert. Wir haben auch hier den Point of Control von gestern, also da, ne, wo hier orange ist, da war das meiste Volumen gestern. Auch ein Punkt, der sicherlich erstmal interessanter ist als hier dieses Hoch, was da halt über Nacht gebastelt wurde mit wenig Volumen. Und von daher würde ich, also keine Empfehlung, kann jeder machen, wie er will, aber erstmal die Finger lassen. Was man hier sieht, die 832 oben im Stundenchart, klar, re die reagiert genau. Erstmal, aber heißt jetzt auch soweit erstmal nichts. Also für mich ist das alles irgendwie halt noch nicht wirklich irgendwo schlüssig. Weil was mir halt hier auf der Unterseite auch fehlt, ist die 12.805, also 12.800,5. Die fehlt genauso und von daher gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir laufen hier oben durch in Richtung Gap, scheitern kurz davor, nehmen uns dann die 800 oder wir nehmen sie zuerst und laufen dann oben durch. So, aber jetzt hier mitten reingrätschen,
Halte ich für ein bisschen schwierig. Und dass wir halt diese Aufwärtsbewegung, die wir hier im Stundenchart haben, dass die halt dann auch in einem Rutsch, ne, man sieht ja schon halt hier unten, auch wenn das jetzt natürlich Overnight alles war und das Volumen überschaubar, man sieht aber schon halt, dass die Zone hier versucht wird zu verteidigen. Von daher glaube ich jetzt eigentlich auch nicht, dass wir da einfach direkt durchfallen. Kann natürlich trotzdem passieren. Das würde aber dann bedeuten, dass man halt irgendwie nach 10 Uhr dann entsprechend nach einer Position Ausschau halten muss. So, ich gucke mal gerade hier wegen der Aktualisierung, weil das hier ist jetzt eine andere Kiste. Genau, da ist doch also vor 5 Minuten freigegeben, dem DAX. Also das sollte definitiv da sein. Und der DAU auch vor 28 Minuten und der DAX Daily auch 28 Minuten. Das ist auf jeden Fall alles da. Ja, weil gerade Sven ja gemeint hat, irgendwie das wäre nicht da. Also ich bin hier auf einem anderen Computer als dort, wo ich es freigegeben habe. Von daher sehe ich genauso die Aktualisierungen wie ihr halt auch. So, reagiert ja dann doch ein bisschen deutlicher hier oben. So ein bisschen größer, aber heißt auch immer noch nichts. Also grundsätzlich ist ja halt auch immer so, was ich ja auch immer sage, ist, zuerst hoch funktioniert nicht und besser ist immer, also wenn der jetzt zum Beispiel halt erstmal, ne, erstmal, ich bin generell short, also vielleicht muss ich mir das auch ab und zu nochmal in Erinnerung rufen hier. Generell bin ich schon eher auf der Suche nach Short, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er das irgendwie direkt um 9 Uhr halt irgendwo startet, so wie das letzte Woche war. Und was wir halt jetzt hier gesehen haben, ist erstmal Long, so ohne Rücksetzer und das funktioniert halt eigentlich so wie nie. Aber es hat auch immer die Frage, bis wohin korrigiert es dann und was hat der Markt jetzt erstmal die erste Viertelstunde vor? So, wie man jetzt hier auch sieht, ne, bei der 805 wird direkt wieder halt gekauft. Aber auch das glaube ich nicht, dass das ohne weiteres funktioniert. Deswegen lieber eine Etage tiefer dann halt versuchen. Ich kann ja hier mal parallel den H1 und mal versuchen hier reinzukriegen. D1 klappt natürlich nicht, da ist er. Genau. So, da habe ich jetzt hier genauso die Linien hier drüben vom H1, also vom Stundenchart, nur eben aber halt hier auf den 5 Minuten projiziert. So, und ich würde halt hier eher so an dieser Stelle halt ansetzen und dort versuchen, halt irgendwo eine Position zu erwischen und dann darauf bauen, dass wir hier einen zweiten Anlauf da oben auf die 832 dann halt eben starten. Das ist übrigens wieder ein schönes Beispiel dafür, wo man sieht, wie genau die Levels dann halt eben auch funktionieren. Ne? Und deswegen sage ich ja immer, man muss ja meinen Ansatz nicht handeln, aber ich glaube, ihn zu ignorieren ist irgendwie auch falsch, weil es sich einfach zu oft bestätigt, dass es dann doch irgendwie 3 Nummern zu gut vom Markt beachtet wird. So, mal gucken, ob wir den hier noch kriegen. Dann würde ich da erstmal versuchen, den zweiten Anlauf nach oben mitzunehmen für ein paar Punkte. Und klar, jetzt könnte man auch sagen, ja, warum bist du da nicht short gegangen, habe ich gerade erklärt. Ne? Also nach Legende hätte man es tun können, aber direkt im ersten Impuls, wenn es Volumen kommt, sofort an den ersten ja, Widerstand zu gehen, das kann auch schon mal sehr, sehr schnell daneben gehen. Und deswegen wollte ich das jetzt hier nicht machen. Ich hätte schon gern ein bisschen mehr Bewegung hier im Markt, bevor ich mich da halt dagegen stelle. So, wenn es jetzt doof läuft, dann haben wir den da unten verpasst. Aber wir haben ja ein bisschen Geduld und um da halt reinzukommen. Kann natürlich auch, wie gesagt, sein, dass es heute dann halt auch mal nicht funktioniert, da reinzukommen. Weil die letzten Male, das war ja eigentlich immer ausgesprochen gut, wie das da halt für uns gelaufen ist im Webinar. Heißt aber leider nicht, dass es dann heute nochmal genauso sein muss. So. Also, für mich ist auch immer so ein bisschen ausschlaggebend, so die ersten 15 Minuten, weil die halt schon recht oft dann halt so die erste Tendenz halt erkennen lassen, weil hier erkennt man ja wirklich gerade im Moment gar nichts, außer einmal rauf, einmal runter und dann wieder zurück zur Eröffnung. So, das ist also erstmal unentschlossen, ohne Richtung. So, und da sollte sich jetzt entsprechend halt
dann gleich mal zeigen, in welche Richtung das Ganze gemeint ist und wo sich jetzt halt diejenigen, die halt hier im Markt, also die großen Teilnehmer, natürlich nicht wir, aber halt die großen Marktteilnehmer, in welche Richtung die sich jetzt hier erstmal durchsetzen wollen. Die Betonung liegt ganz klar auf erstmal. Was heute Morgen passiert, heißt noch lange nicht, dass das heute Nachmittag so fortgesetzt wird. Zumal die Amis halt auch, kann ich gleich nochmal irgendwie aufs Bild gehen, zumal man dort auch sieht, irgendwie zweimal in die falsche Richtung versucht und das sollte auch oder könnte dann halt auch schon auch ein bisschen nochmal was nach unten dann halt bewegen. So, hier unten war leider zu knapp, ne? Irgendwie um ein, zwei Punkte verpasst, ist ein bisschen schade. Idee war aber nichtsdestotrotz richtig. Ich glaube, die erste war natürlich dann besser, ne? Ich hatte die Order ja zuerst hier oben liegen. Ich glaube, die lag ja eben da, in dem Bereich irgendwo. Ja, hätte ich mal liegen lassen sollen. Wäre klüger gewesen und dann halt nochmal im Zweifelsfall skalieren halt da unten. Aber gut, so ist es halt. Passiert. So, ist ja manchmal auch irgendwie gar nicht so wertlos, vielleicht das falsche Wort, aber halt ja auch nicht so unbrauchbar, wenn man halt als Referent hier im Webinar was beschreibt und der Markt das dann halt eben auch genau so macht und eben nicht halt das komplette Gegenteil und man dann halt irgendwie rumeiern muss und erklären muss, ja, warum das jetzt dann halt irgendwie gerade nicht. Von daher bin ich da halt auch immer schon relativ happy, wenn das, was ich erkläre, dann halt eben auch entsprechend so eintrifft, weil dann kann man ja auch was damit anfangen. So, ob das dann jemand halt handeln will oder nicht, steht ja auf dem anderen Blatt. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, man kann ja auch einfach solche Sachen dann halt mit seinem Ansatz dann halt irgendwo abgleichen, wenn man was drauf gibt, auf das, was ich sage, und hat dann vielleicht ein bisschen bessere Chancen, damit klarzukommen. So, sieht so ein bisschen so aus, ne, als würden die jetzt hier gleich mal eine Runde nochmal nach oben drücken. Aber wir stehen erstmal neutral an der Eröffnung. Einmal oben ein bisschen raus, einmal unten ein bisschen raus. Aber generell hier von der Stundentendenz würde ich halt schon irgendwie eher tippen, dass wir es ein bisschen höher versuchen, bevor es dann halt nochmal eins auf den Deckel gibt und wir zum Schluss die ganze Geschichte komplett andersrum auflösen. So. Jetzt gibt es vielleicht hier nochmal, wir sind nochmal am Point of Control, ne? Also nach wie vor ist hier nichts. Könnte man jetzt aber halt versuchen. Gut, ne? Also wir haben jetzt hier ein bisschen Reaktion gehabt, darum ging es ja, ne? Da halt nochmal ein Stück hochzulaufen. Das ist passiert, ist aber nicht weiter. Da wären jetzt halt irgendwie schnelle 10 Punkte im Zweifelsfall gewesen. Ich glaube aber halt schon, dass wir hier jetzt nochmal einmal nach oben versuchen, auf den letzten Drücker, auf die 15 Minuten, dass er dann nochmal da oben halt rausläuft. Das wäre zumindest jetzt eine mögliche Tendenz, also beziehungsweise ein mögliches Szenario, einfach weil halt hier unten keine neuen Tiefs gemacht werden, weil wir hier relativ hoch nochmal gelaufen sind im letzten Impuls. Und natürlich bei mir kommt natürlich hinzu die Legende. Wir haben in der Stunde entsprechend hier oben drüber geschlossen und über der 800,5. So, und da wäre halt das Tiefste eigentlich jetzt hier diese untere Linie und dann sollte es erstmal nach oben ziehen. Und dann da oben die Bären fischen. So, also hier auch erstmal kurz im Daily. Ich behalte jetzt trotzdem natürlich den DAX hier nebenbei im Auge. Den lasse ich mal halt hier im Stundenchart mal auf, im kleineren. Das heißt kleiner, ne? Also auch im Vergleich zum Daily ist es ja ein kleinerer Timeframe. So, aber hier sieht man halt auch in der Tagesbetrachtung im Daily, was da halt los ist. Wir haben hier oben auch das Corona-Gap. Da hat er einmal irgendwie so getan, als würde er drüber laufen. War ein Fehlausbruch, die ganze Geschichte entsprechend nach unten beantwortet. So, jetzt sind wir dann nochmal reingelaufen letzte Woche und entsprechend jetzt zum dritten Mal in Folge halt da gescheitert. Ne? Also sieht man relativ deutlich hier bei den Tageskerzen. Kann ja auch mal das hier mal markieren. Ne? Also hier, da sieht man halt relativ deutlich, erstmal drunter geschlossen, dann drunter gedrückt, drangelaufen, weggedrückt, drangelaufen, weggedrückt. Also 3 Tage jetzt, 4 Tage eigentlich eine Folge, beziehungsweise ein Tag durch, 3 Tage bestätigt. Das sollte nicht noch einen vierten Tag hier oben hinlaufen sollen, sondern dann eher halt hier unter diesem Bereich, die bei mir hier in blau markiert ist. Das ursprünglich war das die Paritätswechsellinie, die auch halt, mit der er sich schon lange befasst.
Sollte da halt tatsächlich versuchen, drunter zu laufen und eine Etage tiefer anzusetzen. Wo das dann sein wird, steht auf dem anderen Blatt. Denkbar sind aber hier tatsächlich 26.993, also das heißt 1000 Punkte runter. Wäre jetzt schon nicht ganz unplausibel, aber mehr als irgendwie eine Handvoll Punkte wäre da jetzt halt ohnehin jetzt auch noch nicht passiert. Also wir treten hier immer noch auf der Stelle und wenn ich hole mir hier nochmal die Stunde hier rein. Wo ist er? So, da ist er, ne? Wir kleben hier an der untersten Linie, gucken mal kurz irgendwie die Farbe der Tageskerze an. Und dann halt mal sehen, was da jetzt passiert. Lösen wir es wirklich schon in der ersten Stunde nach unten auf? Finde ich allerdings schon ein bisschen zu einfach. Von daher traue ich dem Braten hier noch nicht. Kann aber natürlich trotzdem logischerweise passieren. Wir haben jetzt, wir warten zumindest mal die Knoppers-Fraktion hier ab, also die 9:30 Uhr. Und dann halt mal gucken, ne? Weil eben habe ich ja gesagt, so man sieht schon, auch wenn es hier Overnight war, aber auf der Unterseite, dass er da halt nicht wirklich drunter will. Deswegen ist das nicht so ganz einfach. Dass die 832, wenn die jetzt wirklich hier das Rennen machen sollte, würde mich nicht weniger erstaunen. Von daher traue ich mich da ehrlich gesagt nicht wirklich, da jetzt einfach mal Short reinzuspringen und dann halt irgendwie drauf zu wetten, dass wir da einfach nach unten durchfallen. So ein bisschen dagegen spricht, gegen die Vorsicht natürlich, dass wir, was wir hier im Daily sehen, habe ich ja vorhin eben gezeigt, dass wir eigentlich schon, zumindest im Laufe des Tages, was aber nicht heißt, dass es direkt in der ersten Stunde der Fall ist, aber halt schon die Chance haben, dass wir da einfach komplett unten drunter durchfallen. Und deswegen ist mein Fokus halt schon auf der Short-Seite, aber ich muss auch irgendwie vernünftig reinkommen. So, hier oben, das war dann, so wie es aussieht, so ein bisschen zu zaghaft, fehleingeschätzt, wie auch immer. Ich weiß es noch nicht, weil wir stehen immer noch gerade mal irgendwie so, wo stehen wir mittlerweile? Ja, 30 Punkte unter der Öffnung, irgendwie nach 30 Minuten. Das ist halt irgendwie alles, das sagt noch gar nichts. Und vor allen Dingen, was mir hier natürlich halt auch fehlt, ist ganz klar, ich muss mal kurz hier das Volumen dazu packen. So, was mir hier ganz klar fehlt, das ist halt mal ein richtiger Verkäufer, ne? Weil das hier, das mal anguckt, hier das Orderbuch im Hintergrund, da ist halt nicht wirklich was auch los, ne? Auch wenn man jetzt hier die Werte, ein bisschen größer, das sind irgendwie mal 10 Kontrakte, mal 11 und es kommt auch irgendwie nichts, wo man jetzt irgendwie sagen würde, ja gut, da klebt jetzt einer halt dran mit einer großen Order, der es den Markt halt drückt. Das ist schon alles sehr hin und her halt hier noch. Ne? Das kann genauso gut einfach wieder nach oben laufen. Und da reicht irgendwie eine nicht ganz so kleine Position und dann stehen wir auch wieder auf Anfang. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Ding. Ne? Sieht man da. Geht relativ einfach dann auch wieder zurück hier. So, und hier oben ist Point of Control, da wo halt orange ist. Und wenn wir da erst wieder stehen, dann wird es wahrscheinlich doch noch erstmal nach oben auflösen. Deswegen heute so ein bisschen nicht ganz so einfach hier. So, 27. So, wenn wir mal hier immer wieder jetzt drücken, dann würde ich wahrscheinlich schon irgendwie um 9:30 Uhr dann halt mal versuchen, da halt reinzukommen, in die Short-Richtung dann allerdings. Aber dann halt zumindest mal zweimal 15 Minuten am Stück nach unten gedrückt haben, auch wenn wir hier ein Cluster haben. Aber ich würde trotzdem gerne hier auch eine Bestätigung irgendwo finden im Markt, die mir da so ein bisschen dann halt auch recht behält. Weil rein vom Bild her bin ich noch nicht ganz überzeugt, dass das einfach nach unten durchrutscht, auch wenn wir hier in einem Außenstab uns bewegen, der nach unten ist. Aber so richtig vorwärts will es halt noch nicht. Ja, und dann lieber dann halt irgendwie auf den fahrenden Zug irgendwie springen, als da jetzt irgendwie an der Stelle, wo halt einfach noch nichts sich irgendwie durchsetzt, da halt zu riskieren, dass einfach einer von der Gegenseite kommt und uns über den Haufen fährt. So, also 9:28 Uhr.
Noch 2 Minuten, mal gucken. Also wie gesagt, ne, das wäre jetzt halt so der Ansatz. Jetzt, das habe ich ja vorher noch gemeint, die Knoppers-Fraktion halt mal abwarten und dann mal drauf bauen, dass sich da dann halt einer auch so ein bisschen stärker auch durchsetzt und dann halt versuchen, damit zu gehen. Weil kann natürlich schon sein, ja, wenn jetzt halt, wie gesagt, wenn es jetzt kommt, das wird man dann aber sehen. An dem, was halt hier gedreht wird, beziehungsweise man wird es an der Bewegung sehen, auch wenn wir jetzt hier keinen Orderflow betreiben, man wird es aber an der Bewegung sehen und man wird es sehen daran, dass das Orderbuch halt entsprechend von dem Volumen halt auch dann zunimmt, wenn es so sein soll, dass halt entsprechend auch immer nachgedrückt wird im Markt. So, und das würden wir halt schon brauchen, um durch so eine Geschichte hier unten auch durchzukommen, ne? Also wir haben hier halt schon gestern halt die Käufer gesehen und wenn das da durchgedrückt werden will, und dann brauchst du halt schon ein bisschen Dampf dann halt. So. Ein paar Sekunden, bin mal gespannt, wie das jetzt hier irgendwie ausgehen soll. Oder wir laufen nochmal zurück auf Anfang und strauchen uns da halt bis, ja, um 10 Uhr halt einfach auf der Stelle einen ab. Könnte sein. Und hier kleben wir jetzt erstmal fest. Kleben unter dem Value Area Low. So, komm. Also, ich würde das hier in 2 Etappen machen. Aber was wir jetzt halt hier zumindest sehen, ist, wir werden, also auch wenn ich hier im Volumen noch nicht wirklich was sehe, aber halt entsprechend, das hier wurde direkt wieder runtergedrückt. Deswegen jetzt halt hier erstmal eine erste Position und dann halt die darauf baut, dass wir halt jetzt hier auch noch einen Anschluss kriegen nach unten und das entsprechend wieder ein Stück weiter kriegen. So, was halt hier passieren könnte, das wäre, dass wir hier nochmal in dieses Cluster versuchen zurückzulaufen an der Stelle. Und dann würde ich das dort dann halt entsprechend, mach die erstmal weg, aber je nachdem, wie sich das darstellt, dann entsprechend skalieren. Wenn es denn so kommen sollte, ne? Klar. So, ich muss hier gerade noch mal parallel checken. Aber das war zumindest mal halt, also, ne, ich meine, es kann immer passieren, dass sich die ganze Tendenz umdreht. Also ganz klar, und da würden wir hier aber einfach nur seitwärts kriegen. Und dann muss man halt eine Stunde später dann halt ansetzen. So, gucken, wie das Ganze hier aussieht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, außer halt hier eine rein visuelle Tendenz, aber halt das Buch nach wie vor unverändert überschaubar. Da fehlt halt hier so ein Angeber, ne? Also beziehungsweise fehlt eigentlich so ein Ruck nach unten und dann halt so eine Position beziehungsweise eine Order, die dann natürlich auch kein Fake sein sollte. Und die entsprechend dann halt auch in den Markt hinterher gedrückt wird. Wenn es überhaupt denn halt auch mal passiert. So, weil bis jetzt sieht es ja eher überschaubar aus. Leider. So, der Dom zeigt dir nichts an, sagt die Svenja. Wenn du die Futures abonniert hast, wenn das ein Future-Konto ist, dann kann man halt auch den Dom im CFD, im CFD einblenden. Das ist das, was ich hier mache, für die, die das vielleicht zum ersten Mal sehen. Ich handle hier zwar CFD, aber ich habe das Volumen vom Future und das geht mit dem Volume Mapping vom Stereo Trader. Das heißt, ich kann halt hier den Future über den CFD drüber blenden und deswegen habe ich halt hier auch die Markttiefe im CFD, die aber wie gesagt den Future darstellt. Das wird also umgerechnet. Und dazu muss man einfach nur eine andere Volumenquelle auswählen. Das ist das, was ich vorhin hier gemacht habe. Ich kann das ja nochmal kurz zeigen. Also hier im Setup geht man dann auf Symbol und wählt Volumenquelle. Und da habe ich bei mir hier den FDAX halt drin. Und dann kann ich das so, wie ich das hier mache, entsprechend halt übereinander legen. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob da was nachkommt oder ob wir hier stehen bleiben.
Meine Güte, das ist ja eine Wohler, die ist ja wieder zum Fürchten. Aber das kann sich auch ändern. Ne, schwierig ist halt hier ganz klar, ja, die Stundenkerze, die wir halt hier haben, wir sind hier an der Eröffnung einfach von 8 Uhr. Und das ist natürlich gerne auch mal ein Punkt, der halt irgendwie verteidigt wird. Aber auf der anderen Seite, wenn wir so eine Kerze entsprechend komplett ausradieren, dann ist da auch erstmal Ruhe. Und man darf vor allen Dingen, wenn man halt um 9 Uhr handelt, nie vergessen, 9 Uhr fängt jetzt nicht nur generell, oder klar, da fängt halt der eigentliche Börsenhandel an. Und die Zeit von 8 Uhr bis 9 Uhr bezeichnet man ja halt auch als Amateurstunde. Und da haben wir natürlich wesentlich weniger Volumen. Also ich meine, im Aktienmarkt sowieso überhaupt gar keins, ne? Aber halt auch im Future. Das Volumen nimmt halt ab 9 Uhr zu. Und deswegen, wenn man dann so ein Bild beurteilt, wie jetzt zum Beispiel halt hier den Stundenchart, sieht dann, boah, hier ist immer eine lange Kerze da nach oben. Ne? Ja, das ist richtig, darf aber nicht vergessen, Entschuldigung, dass die aber auch mit relativ wenig Volumen entstanden ist. Und deswegen ist ja auch der Grund, warum viele zum Beispiel halt jetzt klassische Fahrtechnik-Händler als Beispiel, weshalb die halt sagen, ja gut, ich will mir eigentlich nur den Kassamarkt halt einblenden. Das macht dann natürlich insofern halt schon Sinn, wenn man den Future-Markt ausblendet, weil man sich dann entsprechend halt auf das Volumen konzentriert, was halt nur im Kassa dann halt eben halt auch gedreht wird, ne? Und hat den Rest, den kann man da halt so ein bisschen außen vor lassen. Und von daher macht das natürlich schon Sinn. Also ich mache es nicht, ne? Aber habe natürlich solche Sachen immer auf dem Schirm. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, hier so, ne? Ist erstmal, sieht es so aus, darf aber nicht vergessen, das war nur Overnight, ne? Da war halt keiner oder vermutlich keiner von denen aktiv, die jetzt hier aktiv sind. Von daher sollte man es nicht überbewerten, ne? Und ist dann halt vielleicht bestenfalls eine Tendenz für das, was interessant sein könnte, aber sagt irgendwie halt aber auch nichts aus, ob es wirklich interessant war. Das sagt uns dann eigentlich erst der Markt so während des Tages und was es damit auf sich hat. Ob da jetzt halt was dahinter ist oder nicht. Es gibt ja auch so Ansätze, die sagen, ja, es wird gerne werden mal die Hochs oder die Tiefs von der Overnight-Bewegung halt getestet. Ja, ne? Inwiefern man sowas dann halt verwandeln kann, steht halt immer so ein bisschen auf dem anderen Blatt. So, und hier ist natürlich ganz klar jetzt auch die Gefahr, je länger der hier rumdrückt, ne, wenn sich da keiner durchsetzen kann, und dann werden hier entsprechend auch Positionen wieder aufgelöst und dann stehen wir wieder auf Anfang und dann geht das Ding hier auf Null raus. Beziehungsweise halt, der Markt geht auf Null raus und wir gehen mit Minus raus. Deswegen wäre es hier schon wichtig, wenn jetzt halt auch entsprechend halt auch das Ganze mal ein Stück weiter nach unten gedrückt wird. Deswegen skaliere ich hier halt auch nicht, ne? Man sieht, es geht halt einfach nicht weiter, ne? Und deswegen bin ich ja schon so ein bisschen vorsichtig und sag nicht so, ja, das fällt jetzt bestimmt da unten durch, alle Sätze, die beim Handeln irgendwie mit der Macht bestimmt dies, Macht bestimmt das, die das beinhalten, sind immer so ein bisschen gefährlich. Versuche ich halt auch immer zu vermeiden. Ich kann halt immer nur das handeln, was ich sehe. Und das Einzige, was ich momentan sehe, ist, dass wir zwar eine Tendenz nach unten haben, dass der Markt hier an der 8-Uhr-Eröffnung halt knabbert, aber dass eben aber auch keiner kommt und das Ding wirklich verkaufen will an der Stelle. So, interessant wäre natürlich, wenn das jetzt kommen sollte, der Punkt hier unten, da stehen wir aber halt wieder in dem eigentlichen Support-Cluster halt drin. Und deswegen ist es halt hier wichtig, dass wir halt hier wirklich eine fette Bewegung kriegen da unten. Am besten eine, die halt das Tief direkt rausnimmt. Passiert das nicht, werde ich wahrscheinlich hier irgendwie mit, keine Ahnung, plus eins oder irgendwas dann halt rausgehen. Und dann ist halt gut. Aber hier nochmal irgendwie zu scheitern, nochmal rumzuzackern, macht irgendwie gar keinen Sinn. Ja, weil das muss schon irgendwo, wenn das funktionieren soll, deutlicher laufen. So, aber wenn das nicht bald macht, dann löse ich das hier auf. So, jetzt wäre halt entsprechend die letzte Viertelstunde. Damit lösen wir dann halt auch die Stundenkerze letzten Endes auf, beziehungsweise halt die Eröffnungsrunde hier im Kassa. Sind jetzt noch irgendwie ein paar Minuten bis dahin.
Aber wie gesagt, das hat immer die Gefahr. Wenn es nicht weitergeht, kann es ruckzuck eben dann halt auch in die falsche Richtung laufen. Und dann ist es halt so. Aber noch ist halt nichts passiert. Den hier oben würde ich mal drin lassen, falls es irgendwie nur eine kleine Auflösung gibt, wir in die Mitte zurücklaufen. Und dass ich halt dann zumindest halt irgendwie hier mit ja, einer brauchbaren oder nicht zu großen Positionsgröße drin bin und dann entsprechend halt auch irgendwie noch versuchen würde, auf Null rauszukommen, wenn er aber eben halt oben durchläuft. Und dann ist es so. Ne? Jetzt haben wir genau das. Unten geht es nicht weiter. Also werden jetzt erstmal halt ein paar Shorts hier auflösen. Noch ist da nichts long. Aber da haben schon ein paar die gleiche Idee gehabt wie ich auch. Ne? Erstmal sagen, ja, keine Ahnung, funktioniert ja nicht. Lassen wir mal. Aber heißt auch noch nichts. Noch überhaupt nichts. Zumal wir hier oben, also wenn ich da jetzt mal, kann ich mal gucken, ob ich hier auf den Minutenchart da halt, ob man da halt was sieht, glaube ich aber auch fast nicht. Also Linien sieht man natürlich jetzt hier, ne, im Live-Chart halt keine, weil ich natürlich jetzt ja auch hier nichts Neues gezeichnet habe. Aber also ich versuche hier einfach mal so ein Bild zu erkennen, weil der M5 sagt irgendwie mir zwar eine Tendenz nach unten. Aber zeigt mir jetzt auch nichts irgendwie an, was da halt in irgendeiner Form noch großartig brauchbar wäre. So, hier oben haben wir einen Spike, also die Eröffnung wurde halt relativ deutlich abverkauft, aber hier wurde auch relativ deutlich nichts verkauft. Da oben, ja, ging es zwar schnell nach unten, aber halt nicht besonders lange gehandelt. Mal gespannt, was das hier werden soll. Bis 10 Uhr. Wahrscheinlich nicht viel, so wie es aussieht. Und was ich halt eben beschrieben habe, halt dieser Verkäufer, der halt entsprechend mit einer Order nach unten mitschiebt, der fehlt mir halt einfach, ne? Oder hat mir gefehlt. Von daher gucken hier mal so ein bisschen drüber, gucken, ob das was bringt. Wenn nicht, dann fliege ich dann halt erstmal raus. Kann passieren. Aber dazu wäre jetzt halt wichtig, dass wir halt hier natürlich dieses Hoch nicht mehr unbedingt dann halt sehen. Ne? Also nicht nochmal die Eröffnung, sondern eher dann halt knapp drunter. Und weil ansonsten kann man das halt hier erstmal vergessen. Dann liegen es hier irgendwie 10 Punkte oder so. Im Minus. Der ist jetzt skaliert, ne? Deswegen ist natürlich, hat man ja gesehen, hier der Break-Even halt nach oben gewandert, weil ich halt hier jetzt erstmal eine zweite Position aufgemacht habe. Aber wie gesagt, ich würde das nicht nach oben raus skalieren. Das werde ich auf keinen Fall tun. Also dann lasse ich mich hier eher dann an der Stelle abschießen und gucke dann halt einfach eine Stunde später nochmal. Ne? Also hier ist es natürlich so der Knackpunkt. Ne? Sieht leider so ein bisschen aus. Ich lege mal ein bisschen höher, nur falls es hier einen ganz kleinen Spike gibt und der nicht funktioniert. Aber sobald er hier wieder runterkommen würde, will ich auch den Stop entsprechend wieder hinziehen. Es geht jetzt hier nur darum, halt möglichst nicht auf den Punkt genau abgefischt zu werden. Das ist jetzt erstmal alles, was jetzt hier, wo es jetzt darum ging. Ne? Kann ja auch mal sein, dass irgendwie so einmal kurz drüber so ein Punkt, dann läuft er doch wieder auf Anfang. Und nur deswegen habe ich den gerade so ein bisschen verschoben. So, wenn der aber halt hier oben drüber sich durchdrückt und dann raus damit und dann halt eben entsprechend später. Na, der wird jetzt wahrscheinlich hier ein kleines Hoch machen, dann aber erstmal wieder zurücklaufen. So, 43, ja, stehen halt leider wieder auf Anfang, wo ich gerade meinte, ne? So, wenn der unten halt irgendwie nicht durchkommt und dann gehen wir hier mit 0 raus, beziehungsweise was ich korrigiert habe, da geht der Markt mit 0 aus diesem Versuch raus und genau da sind wir wieder bei 0. Ja, bei solchen Aktionen natürlich auch immer unbedingt darauf achten, dass es halt zum Konto passt, was man denn da tut. Und hier täte das jetzt nicht so weh, ist zum Beispiel, ist zumindest halt nichts,
was sich nicht an anderer Stelle einfacher und besser dann halt nochmal einfangen lässt. Ne? Aber hier, der Ansatz war ja schon, dass ich gesagt habe, okay, wir haben eine Short-Tendenz und klar kann es sein, dass er das da unten durchdrückt. Und deswegen würde ich so zumindest mal den Versuch mitnehmen, da halt dabei zu sein. So, da stehen wir jetzt erstmal. Gleichzeitig natürlich auch, also jetzt nicht nur dieses Hoch, ne, was halt eben vorhin so diesen Spike da verursacht hat, was dann runtergedrückt wurde, sondern wir stehen halt auch über oder beziehungsweise an dem Value Area High. Da stehen wir halt auch, ne, also dort, wo jetzt halt die Oberseite von 70% des Volumens von heute halt ist. Klar, das passt natürlich jetzt hier alles zusammen, sagt aber auch noch nichts aus, ne, weil hier halt auch noch nicht viel Volumen war. Sobald das jetzt halt zunimmt in irgendeiner Form, und dann wird sich das natürlich auch entsprechend verschieben. So, eine nehmen wir schon mal raus. Ja, das ist jetzt genau die Bewegung, die ich vorhin gemeint habe. Kann jetzt sein, dass wir hier ein kleines neues Hoch machen, dann doch wieder runterlaufen. Ich nehme jetzt aber mal eine raus. Das heißt, Risiko ist jetzt erstmal nur noch halb so hoch. Und sollte das halt irgendwie doch nochmal irgendwie halt runterdrücken, dann gebe ich es halt einfach wieder rein. Ne? Aber der Markt versucht sich jetzt ja hier erstmal durchzusetzen. Aber halt erstmal auch noch nichts passiert. So, ne? Das meinte ich eben. Ein kleines neues Hoch. Und dann kann es gut sein, dass wir dann doch wieder auf Anfang laufen. Deswegen gehört der Stop dann früher oder später auch wieder dahin. Ne? Aber ich will das jetzt hier auch nicht überreizen. Ich mache den jetzt hier einen Punkt drüber. Entweder kommt da jetzt was nach oben und ich fliege halt raus. Oder halt auch nicht. So, 45, das heißt, die 15 Minuten sind halt jetzt auch erstmal durch. Ich kann ja hier auch mal kurz irgendwie umstellen, damit man da auch mal sieht, wie das Ganze aussieht. Ne? Ja, erstmal runter und dann doch wieder hoch. Jetzt wieder auf Anfang. Hurra! Eine Eröffnung, wie man sie sich als Daytrader nicht wirklich wünscht. So, schick mir natürlich, wenn wir uns einmal kurz hier runterlaufen, nochmal unter die 800 und dann kann er von mir aus auch entsprechend das Ding nach oben drehen. Das wäre mir dann auch mal gerade egal. Aber dann wäre ich halt zumindest hier nicht ganz so blöd ausgestoppt. Na, ich würde auch hier versuchen zu drehen. Also es wären halt nochmal, wenn er das nochmal macht, so ein kleiner Rücksetzer da unten hin. Weil bis jetzt so wirklich kaufen will noch keiner, aber wir lösen jetzt halt gleich die Stunde auf. Und daher werden wir jetzt schon gleich eine größere Bewegung kriegen. Sollte er das jetzt hier anfangen, ne, ich werde, wie gesagt, nicht mehr skalieren, nicht in der letzten Viertelstunde, sondern würde dann halt eher dann abwarten, mal irgendwie ein, zwei Stunden oder beziehungsweise mal gucken, was auf der Oberseite halt an Zielen erreicht wird und was nicht. Und dann halt mich da nochmal neu in den Markt einkaufen beziehungsweise positionieren. Ach, der Lutz. Lutz will mich wieder provozieren. Ich kann das hier schon lesen am Rande. Gehe ich nicht drauf ein. Außer lieber Lutz. Du machst mir 10 Webinare, wo du das handelst und mir zeigst, wie das funktioniert. Oder irgendeiner. Macht aber keiner. Es geht darum, dass halt man natürlich irgendwo was dann halt entdeckt und das hält und das hält und das hält. Ist es aber alles nicht. Liegt aber logischerweise da. So, meine Güte, da kommt einfach weder das eine noch das andere. Wenn wir hier jetzt wohl noch Rücksätze auf die 800,5 kriegen, das kann ja jetzt nicht sein Ernst sein. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit hier den Stop durch die Gegend zu fahren, nur weil wir da zu knapp dranhängen wegen des mickrigen Volumens. Das muss ja jetzt irgendwie auch nicht sein. Deswegen habe ich den vorhin hier nochmal reingegeben, aber ich wollte eigentlich nur so ein paar Punkte hier runter. Aber der Markt macht irgendwie nichts außer rumstehen.
und wahrscheinlich jetzt irgendwie oben rauslaufen, dann doch wieder runter. Also irgend so ein Quatsch. Der liegt ja schon fast auf der Hand. Und dass irgendwas in der Richtung da halt gleich irgendwo noch kommt. Ich sehe es wirklich schon irgendwie, man kann es schon förmlich riechen. So, komm, ich gehe da jetzt raus. Das ist mir jetzt wirklich zu dumm, da jetzt dran zu bleiben. Also, jetzt wäre der nächste Step, das waren jetzt irgendwie 20 Punkte oder so, ne? Ne, das meine ich jetzt halt. Da kommt jetzt wahrscheinlich halt auch wieder nichts nach, ne? Aber den Markt dann halt hier entsprechend da halt irgendwo abzugrenzen, bei hier 3 Punkte rauf und runter, das ist einfach nur nervtötend. Ne? Das braucht irgendwie kein Mensch. Ne? Das ist aber so leider manchmal wirklich so zu typischer DAX-Kram. Ne? Jetzt dann halt irgendwie so 3 Punkte rauf, dann hier dieses Hoch rausgenommen, dann gehen wir da halt doch wieder runter. Und zum Schluss landen wir wieder dann wieder hier auf Anfang. Und das liegt einfach daran, weil halt hier kein Volumen drin ist. Ne? Daran liegt halt der ganze Quatsch. Und das sind übrigens dann auch solche Situationen, wo solche Sachen wie, was weiß ich, Moving Averages und so weiter funktionieren, wenn kein Volumen da ist. Und das kann man, wenn man also irgendwie auf solche Dinger steht, sollte man sich mit dem Gedanken mal befassen. Weil das ist es, was man immer deutlich sehen kann. Sobald aber Volumen im Markt drin ist, werden genau diese Punkte durchgespült in alle Richtungen. Und deswegen blende ich sowas schon gar nicht mehr ein. So, also, dann gucken wir hier mal in der Stunde. Machen wir uns das mal groß, beziehungsweise ich könnte auch eigentlich mal jetzt erstmal hier auf das Bild zurückgehen. Also die 862. Na, hier oben sehen wir halt zumindest das nächste Cluster. So, wenn er da jetzt hin will, dann bitte, dann soll er das machen. So, das wäre auf jeden Fall halt so. Diese Zone, diese Abwärtsbewegung, die wir halt hier nochmal in Gang gesetzt haben, also die 893 wäre halt das Maximum. Ja. Kann ich hier mal rot machen. Das werden wir wahrscheinlich in dieser Stunde jetzt nicht mehr ausgeglichen kriegen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Problem. Deswegen bin ich natürlich schon immer froh, wenn im Webinar eine Geschichte aufgelöst werden kann. Heißt aber nicht, dass die Einschätzung falsch ist, wenn es nicht gelingt. Das haben wir schon ganz oft gesehen. So, und hier muss ich mal auf der Stunde an, parallel noch den DAO. Ja, auch nichts als hin und her. Macht hier ein klitzekleines neues Tief und wackelt ansonsten auf der Stelle. Ne? Und irgendwie so auflösen will die Geschichte halt nichts. So, und hier im DAX, ne, also das wäre jetzt, wenn das halt kommen würde, dass wir hier die Hochs abschießen, 862 wäre der nächste Punkt, wo ich direkt dagegen halten würde. Und er sollte nicht höher als zu 893. So, und den EMA-Verfechtern, die tummeln sich ja irgendwie lustigerweise mal ganz gerne. Die werden dann zum Beispiel halt sehen, ja, wenn das jetzt als Beispiel kommen würde, so eine Bewegung, ja, nur mal als Beispiel, so da hoch, so im ärgsten Fall, ich zeichne das mal hier ein, und hier im ärgsten Fall halt da hoch und dann wieder runter, wenn man sowas dann zum Beispiel sehen würde. Da wird nämlich nachher Folgendes im Bild da sein. Also mal angenommen, das dauert jetzt irgendwie noch 2 Stunden. Oder die Amis machen es heute Nachmittag. Kann ja alles sein. Das weiß ich jetzt nicht. So, und da würde man nachher sehen, dass nämlich hier oben der EMA 200 genau in dieser Spitze drin hängt. Das liegt einfach daran, dass der Kurs nicht zum EMA läuft, sondern der EMA zum Kurs läuft. Und der Grund, warum dann halt der Markt jetzt da oben scheitern würde, das wäre nicht, weil der EMA da ist, sondern das wäre ganz einfach, weil wir hier diese Hochs haben, die an der Stelle abverkauft worden sind. No. Man sieht es ja auch zum Beispiel gestern, EMA 200, wo war er denn? No. Nix. Und auch wenn man sagt, ja, ein paar Punkte geht immer, nee. Hier
durch, da gingen keine paar Punkte Scalping. Hier durch auch keine paar Punkte im Scalping. Hier ging es dann mal, da ging es dann mal, da ging es dann, da ging es dann wieder nicht. Ja, aber deswegen stehe ich mit den Dingern auf Kriegsfuß. Und ich habe ja auch mal einen eigenen Beitrag im Blog dazu geschrieben, der da heißt, ich glaube, 168 Möglichkeiten, Recht zu behalten, oder? Irgendwas in der Richtung. So, Simon fragt, wenn der Closer 1 über der, nicht über der 832 liegt, wäre es nach Legende doch wieder ein Short-Trigger. Nee, eigentlich nicht, ne? Umgekehrt wird ein Shoot raus. Also, man sollte schon irgendwo die Richtung beachten, woher der Markt kommt. Das heißt, jetzt von dem Ansatz her, wenn wir hier drunter schließen, ist das kein Short-Trigger. Man sollte, wir haben ja schon eine Tendenz. Das heißt, wir kaufen ja von unten die einzelnen Marken nach oben. Das heißt, wenn wir jetzt als Beispiel hier auf der 825, wo wir gerade stehen, halt schließen, würde ich eher damit rechnen. Also erstmal ist dann das hier ein Support. Das hier ist nicht automatisch ein Widerstand, weil das ja nun mal die Richtung ist. Das heißt, ich würde eher dann davon ausgehen, dass wir dann hier starten und dann halt dafür aber entsprechend halt auch wieder die Tendenz haben sollten, drunter zu schließen, beziehungsweise der Markt würde versuchen, in der nächsten Stunde dann halt hier drüber zu schließen. Das heißt, wenn er dann von hier direkt hochgeht, wird er auch relativ schnell wieder runterkommen. Und so sollte man es eigentlich eher handeln, ne? 850 runter, dann klasse. Ja, nee, glaube ich nicht. Also erstens habe ich keine 850, sondern eine 862. Wie du weißt, verteidige ich das ja auch. Und ja auch, behaupte ich mal zurecht. Aber man sollte irgendwie schon so das Maximum immer im Auge behalten. Und das ist hier oben tatsächlich dann halt die 893 da oben. Das würde ich mal irgendwie nicht so einfach abtun. Dass wir aber eher runter als rauf gehen, für meine Begriffe relativ, liegt relativ gut auf der Hand. Ein anderer Aspekt ist nämlich hier, das habe ich ganz vergessen, das habe ich mir gestern Abend noch angeguckt, 12.900. Da haben wir gleich ein kleines Gap, das ist der Schlusskurs vom, Quatsch, nicht 12.900, 871 hat der Markt halt geschlossen am Freitag und wir starteten mit einem Aufwärtsgap von irgendwie nicht gerade wenig. Und das aber halt gestern einfach wieder verkauft wurde. Das war's. Und das ist mit ein Grund, warum ich halt eher sage, lieber eine Nummer höher irgendwo. Weil wir haben halt hier ein Gap, das startet bei der 870 und endet entsprechend bei 905. Ne? Also es ist natürlich nicht monster viel Punkte, aber das würde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Und ich würde eher tippen, dass wir da einmal reinlaufen. Dazu passt dann halt eben auch, ich kann das immer gerade mal ein bisschen deutlicher einzeichnen, dazu passt aber dann halt eben auch, grün ist natürlich die völlig falsche Farbe. Aber alles, was dazwischen liegt, passt ganz wunderbar da rein. Machen wir das mal rot, damit der Markt auch weiß, was er da zu tun hat. Na, hier sieht man es halt deutlich. Die Hochs passen wunderbar hier rein. Auch die 875. Und deswegen glaube ich, dass das hier noch nicht mal reicht, die 862. Vielleicht für einen Impuls, aber ich würde da echt immer eher so das Maximum da halt irgendwo nehmen. Entschuldigung. Und dann halt irgendwo. Ich muss mal schlucken. Deswegen nicht zu früh ansetzen. Für ein Scalp wird es wahrscheinlich schon reichen. Hier bei der 860, 850 halte ich für viel zu einfach. Und gerade bei solchen Bewegungen, also bevor es dann halt irgendwie, wenn Richtungen bestätigt werden, wir reden hier vom Daily, ne, geht es halt eher mal ein Stück höher und deswegen. Guckt euch die Zone hier an. Guckt sie euch wirklich an und versucht sie da halt irgendwo einzubinden in das, was ihr da tut. Ich meine, es hätte natürlich sein können, dass es gestern schon reicht, ne? Also, dass wir halt hier, weil wir drunter geschlossen haben, nochmal versucht zu bestätigen und dann halt hier entsprechend runter. Deswegen hätte es natürlich schon sein können, dass der Kasser Markt das jetzt direkt in der ersten Stunde fortsetzt. Tut er aber halt nicht. Okay. Dann muss man halt später gucken, aber dann würde ich echt nicht zu tief ansetzen. Würde ich echt nicht machen. Darf die Bullen nicht unterschätzen. Und weil der Markt ist zum Steigen da, nicht zum Fallen.
Und das ist halt einfach so die Krux an der Sache. Also, mir gibt es jetzt wohl nichts mehr zu handeln, so wie es aussieht. Und da muss ich jetzt leider ausnahmsweise mal mit einem kleinen Minus das Webinar halt gleich dicht machen. Ist aber Gott sei Dank ja die Ausnahme. Und wie gesagt, es macht nichts, ne? Weil solange man ja halt irgendwo weiß, so wo sind halt entsprechend die Bereiche, in denen halt nochmal funktioniert. Ich kann auch gucken, wenn ich nachher am Rechner sein sollte, kann ich halt auch in der Facebook-Gruppe den Trade passend posten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Problem wird, die 20 Punkte da halt von eben, die es in Summe waren, auszugleichen. So, ich gucke nochmal eben hier drauf. Und da ist ja natürlich jetzt, oh, passiert halt nichts, ne? Also macht jetzt hier zwar keinen neuen Hoch, heißt aber auch nichts. Also, das ist halt einfach nur ziemlich seichtes Rumgeeiere, was der Markt jetzt hier gerade macht. Jetzt hätte er zumindest mal halt irgendwie dann in der Stunde dann nach oben auflösen können, aber nein. Macht er auch nicht. Also, von daher wäre jetzt halt hier, wenn die Bewegung nochmal kommen sollte, die 800 wäre natürlich jetzt hier nochmal Long Entry wert. Das wäre auch hier im M15 entsprechend. Da, also ich kann jetzt natürlich auch hier den Short von eben nochmal aufmachen, den ich halt hier aufgelöst habe, könnte ich jetzt auch. Also mich juckt's da fast schon irgendwie im Finger da drauf zu drücken. Weil ich ja vorhin die Bewegung da runter eigentlich wollte, hierher. Ja. Also so würde ich den halt dann versuchen, dann halt in der Richtung dann halt jetzt einzufangen. Und dann halt zumindest nochmal ein paar Punkte dann halt nach oben mitzukriegen. So, Stop-Loss halt ein bisschen großzügiger. An der Stelle kann man ja mal voreinstellen. Und vielleicht passiert es ja auch hier, währenddessen ich hier das Webinar mit dem Nelson zusammen gleich dicht mache. Werden wir dann sehen. Also, das wäre halt, kann ich mal richtig setzen, damit man es auch nachvollziehen kann. Hier oben wären dann natürlich die nächsten. Ja, das heißt, die 893, 862. 862 halte ich schon für deswegen auch plausibel, dass es da halt ein paar Punkte nach unten gibt, die relativ schnell gehen könnten, weil direkt darüber nämlich der Kassaschluss halt auch von gestern ist. Ne? Und in der Regel ist es so, dass ein Gap eigentlich gerne mal irgendwie erstmal nicht geschlossen wird und der Markt kurz davor bremst und erstmal dort ein bisschen deutlicher reagiert, als dass er durchläuft. So, läuft er aber halt an das Gap, also nur auch nur an die 800, wo sind wir da? 65. Dann sollte man eher davon ausgehen, dass er auch 30 Punkte weiterläuft. Weil das hatten wir schon ganz oft in Webinaren, wo ich gesagt habe, ein Gap Close ist kein Short-Signal und umgekehrt von oben auch kein Long-Signal. Deswegen, der läuft in der Regel dann halt wirklich erstmal deutlich durch. Und deswegen brauchen wir hier auch eigentlich gar keinen großen Stop, sondern kann dann irgendwie gucken, dass das hier mit einem kleinen Stop funktioniert, also an der 862. Dort halt für ein paar Punkte halt was mit nach unten mitzunehmen, als Beispiel bis auf die 832. Läuft aber auch nur ans Gap, Finger weg und dann lieber bei da oben halt noch die ganze Geschichte nochmal reingeben und dann mal gucken, ob das nicht das Tageshoch dann halt gewesen ist. Und dann hat man dann wahrscheinlich Ruhe, wenn da oben drüber nichts mehr kommt. Möglicherweise sogar für ein paar Tage. So, und deswegen finde ich das jetzt auch erstmal, also zumindest aus meiner Sicht, nicht weiter schlimm, dass das da unten jetzt erstmal nicht aufgegangen ist, weil. Das ist zumindest ein Szenario, das ist plausibel und das kann man halt auch im Griff behalten. So, dann schalte ich mal um auf den großen, nicht Bildschirm, aber so, Nelson, wenn du nichts mehr hast, würde ich an der Stelle nämlich sagen, wir sind hier erstmal durch, zumal die Stunde ja auch um ist. Und ja, ich denke mal, es ist ja alle, auch alles gesagt zum Markt. Also wie gesagt, normalerweise ist das immer die Stelle, wo ich sage, ja, hat super geklappt. Ja, 20 Punkte, 40 Punkte, das ist dann heute halt mal nicht der Fall. Das ist genau das. Ich habe ja am Anfang auch schon ein bisschen gewarnt. Ne? Ich kann den Markt natürlich nicht beeinflussen. Aber wenn man sich das im Auge behalten will, wenn man es dann wirklich beurteilen will, behaltet euch das im Auge, überlegt euch, ob ihr das machen wollt. Ich bin mir, wie gesagt, ziemlich sicher. Ich werde es auch nachher posten. Wie gesagt, wenn ich am Rechner bin, wenn ich auf jeden Fall in der Facebook-Gruppe den Trade dazu auch nochmal posten und bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so schwer sein wird, das dann halt auch nochmal auszugleichen oder halt beziehungsweise halt dann auch in doppelter Form auch wieder reinzuholen.
Gut, so, dann sage ich an der Stelle mal Dankeschön fürs Dabeisein heute. Natürlich auch danke an den Nelson, dass er nicht eingeschlafen ist, obwohl ich weiß es ja nicht, ne? Er war so Nein, still, nein, 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 ganz nein. verdächtig still im Habt Hintergrund. ihr Nein, okay. zugehört? Ja. Alright, dann sage ich mal, also wie gesagt, danke fürs Dasein und passt auf euch auf. Wir sehen uns, keine Ahnung, kann ein bisschen dauern, 2 Wochen, glaube ich, wieder, ne? Ja, hast Genau. erstmal Ruhe von mir. Das glaube Zumindest ich. im Webinar. Wir telefonieren jetzt gleich sowieso noch. Okay. Gut. Also Nelson, du Prima. hast das letzte Wort. Ich sage an der Stelle Adios. Super, vielen, vielen Dank, Dirk, für das Webinar, für die Ausführungen. Und in der Facebook-Gruppe geht es dann weiter. Und natürlich auch lieben Dank an alle Teilnehmer. Wünsche noch einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und würde mich freuen, wenn Sie dann in 2 Wochen wieder dabei sind. Also, bis dahin alles Gute. Tschüss.